Hallo, liebe Zozayak-Fangemeinde. Heute aus gegebenem Anlass, wir werden ja immer wieder gefragt, welche Schildkröte klein bleibt und dauerhaft im Terrarium gehalten werden kann, mal ein Video über die Gelenkschildkröte Kinixis. Die Gelenkschildkröte ist eine afrikanische Schildkrötenart, die ein großes Verbreitungsgebiet hat, das sich von der West- bis zur Ostküste des afrikanischen Kontinents zieht. Dort bewohnt sie tropische, wechselfeuchte Savannen, die mit Bäumen und lichten Büschen bewachsen sind. In diesem Lebensraum, der sehr feucht ist, fühlt die Schildkröte sich wohl und hat einige interessante Mechanismen entwickelt, um sich vor ihren Fressfeinden geschickt zu schützen. Die hat einen Klappmechanismus in ihrem Panzer entworfen, der bei adulten Tieren dafür sorgt, dass sich der Panzer mit dem Scharnier, was sich in der Oberseite des Panzers befindet, nach innen hinten unten verschließen kann. Damit sind die Beine und der Schwanz vollkommen geschützt und die Schildkröte ist im Prinzip in einer festen Dose verschlossen. Viele andere Schildkrötenarten haben derartige Scharniersysteme auch in ihrem Panzersystem entwickelt, aber allein die Gelenkschildkröten haben dieses Scharnier im oberen Teil des Panzers, während die Dosenschildkröten sich mit einem Scharnier im Bauchpanzer verschließen können. Der Trick ist, die Schildkröten krabbeln vorwärts in ihr Versteck. Ich hoffe, sie macht das jetzt auch mal. Nein. Wenn die Schildkröte dann vorwärts in ihr Versteck gekrabbelt ist, kann sie also mit diesem geschickten Mechanismus dafür sorgen, dass kein Fressfeind mehr von hinten angreifen kann, weil der Panzer wie eine Dose geschlossen wurde. Bei Jungtieren funktioniert dieser Mechanismus noch nicht. Die müssen auf diesen Schutz noch verzichten. Der gewebeartige Scharniermechanismus bildet sich erst bei dem erwachsenen Tier aus. Aber bei diesem Tier sieht man schon ansatzweise hier beidseits, dass es beginnt, diese Scharniere auszubilden. Weil die Tiere in ihren Herkunftsländern stark bedroht sind, zum einen durch Zerstörung ihres natürlichen Lebensraumes, durch Brandrodung beispielsweise, aber auch durch Absammeln durch die einheimische Bevölkerung, die die Tiere auch gerne essen, sind die Tiere leider dort vom Aussterben bedroht. Sodass wir hier also nur ausschließlich nachgezogene Tiere, also Nachzuchttiere, anbieten. Diese Tiere stammen aus deutscher Nachzucht und sind bereits 5 bis 6 Jahre alt, das heißt futterfest. Früher galt die Gelenkschildkröte als schwer im Terrarium zu halten. Das hat sich geändert, seitdem wir genau wissen, wie die Tiere zu halten sind. Vermehren sie sich, wie gesagt, auch in Deutschland leicht im Terrarium. Die Gelenkschildkröten sind Gemischtköstler, was sie früher als heikle Terrarientiere auszeichnete. Heute weiß man, was sie fressen und deswegen sind sie auch im Terrarium leicht zu halten und auch nachzuzüchten. Die Tiere sollten, wie die mediterranen Arten auch, natürlich Kräuter und geeignete Salate angeboten bekommen, wie zum Beispiel Romana oder Feldsalat. Natürlich sollten diese Tiere aber auch als Gemischköstler tierische Nahrung angeboten bekommen, wie zum Beispiel Fisch oder auch Bachflohkrebse. Sie fressen auch gerne Regenwürmer oder Asseln, die sehr gute Protein- und auch Calciumquellen darstellen. Auch bei der Terrarienhaltung dieser Schildkröte ist darauf zu achten, dass eine sehr gute UVB-Beleuchtung notwendig ist. Eine 50 Watt UVB, Bright Sun beispielsweise, tut da ideale Dienste. Die Tiere mögen nicht allzu grelles Licht, weil sie insbesondere als Jungtiere sehr versteckt und zurückgezogen leben. Zur gemischten Kost zählt bei diesen Schildkröten auch die Ernährung mit Pilzen, was sehr außergewöhnlich ist, da Pilze in der Regel schwer verdaulich sind. Diese Schildkröten fressen die Pilze bevorzugt, neben tierischer Kost, wie zum Beispiel auch Aas. In den Herkunftsländern der Schildkröte kommt es in den Sommermonaten oft zu längeren Trockenperioden. Diese widrigen Lebensumstände, mit der die Schildkröte überhaupt nicht gut zurechtkommt, überbrücken die Tiere damit, dass sie sich in ihren Heimatländern in den heißen Sommermonaten zu einer Sommerruhe zurückziehen und tief in den Boden eingraben, wo sie mehrere Monate verweilen können. Um das im Terrarium zu verhindern, das brauchen die Schildkröten natürlich nicht, das ist nur eine unangenehme Lebenssituation, mit der sie in der Natur klarkommen müssen, können wir im Terrarium eine Regenzeit simulieren. Zum Beispiel mit einer kleinen Beregnungsanlage oder morgens und abends kräftig sprühen mit lauwarmem Wasser. Die Luftfeuchtigkeit im Terrarium sollte somit 70 bis 80% betragen. Eine große Badeschale wird gerne von den Tieren angenommen. Die Tiere können im Übrigen auch gut schwimmen.
Das Terrarium sollte für eine Schildkröte als Aufzuchtterrarium 1,50 m x 60 x 60 cm betragen. Wie gesagt, nicht allzu stark beleuchtet sein, bis auf die UV-Lampe. Die Tiere mögen es sehr warm. Verschiedene Temperaturzonen sollten im Terrarium eingerichtet werden. Unter der UV-Lampe mit einem Wärmespot gerne bis zu 45 Grad. In der kühlen Ecke des Terrariums reichen 22 Grad aus. Nachts sollte die Temperatur nicht unter 20 Grad fallen. Das kann man zum Beispiel mit Heatpanelen oder auch mit Keramikstrahlern erreichen. Pflegeleicht, sie sind sehr genügsam. Nicht sehr bewegungsintensiv, sie werden auch nicht sehr groß, maximal 22 cm, wobei die Weibchen etwas größer werden als die Männchen. Und sie werden auch recht zutraulich. Mit dieser Gelenkschildkröte Kinixis hat man eine gute Alternative zu den mediterranen Schildkröten, die die Sommermonate ja im Freiland verbringen müssen. Diese Schildkröte kann man dauerhaft in einem geeigneten großen Terrarium halten. Man kann diese Schildkröte einzeln halten oder auch in einer Haremshaltung von einem Männchen und mehreren Weibchen. Bitte nicht mehrere Männchen in einem Terrarium halten, die Tiere können sich tatsächlich auch schwer beißen. Falls euch die Alternative zur griechischen Landschildkröte in Form der Gelenkschildkröte gefallen hat, hier nochmal ein kleiner Haltungscheck. Die Größe der Schildkröte maximal 22 cm, Weibchen etwas größer, Männchen etwas kleiner. Die Mindestbeckengröße zur Aufzucht der Tiere 1,50 m x 60 x 60 cm. Das Alter der Tiere bis zu 90 Jahre. Geschlechtsreife tritt ungefähr nach 12 Jahren ein. In den Wintermonaten von Oktober bis März kommt es zur Eiablage. Die Weibchen legen 3 bis 8 Eier ab, kann zu 2 Eiablagen im Jahr kommen. Brutpflege wird nicht gemacht, die Eier werden im Boden vergraben. Nach ungefähr 3 Monaten schlüpfen die Jungtiere. Die Gelenkschildkröte ist ein Gemischtköstler, sie frisst sowohl pflanzliche als auch tierische Kost. Bei Jungtieren etwas größerer Anteil an tierischer Kost, bitte. Die Klimazone, es ist eine afrikanische Schildkröte, die möchte es sehr warm. Die Temperatur zwischen 22 und 45 Grad unter der Wärmelampe. Als Dekoration viele Versteckmöglichkeiten, schön strukturiertes Terrarium mit feuchter Terrarienerde und feuchten Bereichen. Gerne auch mit Moos und Laub arbeiten. Eine große Wasser- und Badeschale. Als Besonderheit, die Schildkröte hat einen super Abwehrmechanismus entwickelt. Sie kann die Oberseite ihres Panzers nach unten umschlagen und ihre Beine und ihren Schwanz vor Fressfeinden schützen. Ich hoffe, die kleine Schildkröte hat euer Herz gewonnen und ich hoffe, das war interessant für euch, hat euch gefallen. Also Daumen hoch und abonniert unseren Kanal.